Willkommen zurück zu Paper Mario. Die legende vom Eon-Tor. Ich muss den mal kurz überlegen, aber dann fiel es mir wieder ein. Mist, fail. Ja, egal. Gut, wir sind hier vor dem sogenannten Geister. Nee, Düsterdorf, so heißt es. Da werden wir unseren nächsten Sternhubi finden. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Kapitel, weil Geister und so, das ist eigentlich schon sehr, sehr cool. Die Röhre wirft dich wieder zurück. Warum das? Das ist jetzt nicht in Ordnung. Nee. Gar nicht in Ordnung. Warum wirft die mich zurück? Muss ich irgendwas mitnehmen? Hallo? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich wollte zum nächsten Kapitel gehen. So, wohin geht's hier nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, da geht's da hinten hin. Da war ein Sternsplitter. Gut. Runter und wieder rauf. Gut. Aber. Ich muss doch da hin. Ich muss mal. Wir gehen mal zum Professor. Ah, Mist, das war falsch. War der falsche Knopf. Egal. Hier mal hoch. Wo lande ich hier? Ach, hier lande ich. Sehr, sehr gut. Ja, dann Yoshi, ich brauche dich. Komm, dass ich schneller bin. Wir müssen zum Professor. Vielleicht hat der irgendwie eine Hilfe. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ganz und gar nicht. Okay. Weiter, weiter, weiter. Wie sieht es denn eigentlich bei uns mit den Leben aus? F, F, F. Nee, geht nicht. Ja gut, F, also Z. Mich ist es halt F. Ja gut, 6 KP fehlen bei Mario, so schlimm ist das nun jetzt auch nicht. Professor, wir waren an dieser Röhre nach Düsterdorf. Aber die spuckt uns einfach wieder aus. Ich glaube, die ist kaputt. Hä? Man kann nicht in die Röhre hinein? Na, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, toll. Aber Moment mal. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwo in Rohlingen soll jemand aus Düsseldorf wohnen. Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. Wie war noch gleich der Na sein Name? Genau, er heißt Finstus. Und er treibt sich meist in finsteren Ecken herum. Neulich habe ich ihn hinter der Nähe. Habe ich ihn hier in der Nähe rumlungern sehen. Sucht also nach Finstus. Jemanden suchen. Na, klasse. Finstus. Ja, gute Frage. Du findest. Naja, in dunklen Ecken. Vielleicht ist der hier hinter. Da gibt es bestimmt dunkle Ecken. Mal schauen. Hoff mal, ich finde ihn ganz schnell. Ja, du bist nicht Finstus. Nee. Ja, ist gut. Deine Lebensgeschichte wollen wir nicht hören. Hier können wir jetzt rüber. Ja, genau. Was muss ich drücken? Ah, gut. Aber da ist eine Insignie. Damit können wir noch einen aufsteigen lassen. Ja gut, der eine KP jetzt, Mario, das macht nichts. Ist hier wohl nach ganz oben. Ah! Ich muss natürlich vorher auf Yoshi drauf. Auch die eine Insignie. Das reicht nicht. Da komme ich nicht hin. Nee, das wird nichts. Wird nichts. Schade. Hätte ja sein können. Okay, hier ist sonst weiter nix. Falscher Knopf. Hier, so. Und durch da. Es gibt ja noch weitere finstere Ecken hier. Da weiter, da rechts nicht? Nee. Dann war doch hier dieser Geheimgang. Wir per Zufall mal entdeckt haben. Hier. Da, der ist das, stimmt. Genau, ich bin Finstus. Was willst du von mir? Was? Du willst wissen, wie man durch die Röhre nach Düsterdorf kommt? Ganz einfach, du musst etwas bei dir tragen, worauf dein Name steht. Hast du etwas, worauf dein Name steht? Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Mario? Dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Auf meine Unterhose oder was? Erledigt. Und nur noch für deinen Partner. Wie heißt du? Yash. Und auf die Unterhose. Hi, das kitzelt.
Was auch immer ihr in Düsseldorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Okay. Ja, da haben wir jetzt einen Namen auf unsere Hose. Na, klasse. Josh hat's gefallen. War lecker. Na, eher nicht. Okay. Mal hier laufen, laufen, laufen. Wir müssen ja jetzt beim Gullideckel wieder runter. Ich will es jetzt auch nicht weiter hinterfragen. Sagen wir es mal so. Da ist der Gullideckel und runter da. Tschüss. Jetzt sind wir mit Josh hier rüber. Boah, das war ein bisschen riskant, weil ich schon nah am Abgrund stand. Es hat geholfen. Gut. Ja, jetzt kommen wir da durch. Auf zu Kapitel Nummer 4. Die Glocke der Spukabteil. Der Spukabteil. Abteil. Achso. Abteilung? Okay, Spukabteil. Okay. Akzeptiert. Wow. Wow. Die Schweine sehen cool aus. Oh Mann, ist das gruselig hier. Das ist also Düsseldorf? Moment mal, ich muss mich mal ganz kurz muten. Bin gleich wieder da. Sorry dafür, da bin ich wieder. Oh. Ich habe schon lange keine Fremden hier gesehen. Kommt ihr von weit her? Ja, ich sehe es euch an. Ihr seid ganz bestimmte Abenteurer. Aber ihr habt einen ziemlich schlechten Zeitpunkt gewählt, um hierher zu kommen. Andererseits, für Abenteurer könnte es vielleicht ganz spannend sein. Was? Was soll denn sein? Schlechter Zeitpunkt? Ja. Oh nein, mir graut schon, wenn ich nur daran denke. Oh nein, schon wieder die Glocke. Wie entsetzlich. Wen es wohl dieses Mal trifft? Oink, oink. Hey, aber was war denn das denn? Oh, diesmal hat es Freddy erwischt. What? Wer bist denn du? Ah, ich bin der Dorfvorsteher. Ihr seid sicherlich Reisende. Ihr solltet mit in mein Haus kommen. Das können wir darüber reden. So an sich sieht's sehr, sehr cool aus. Ich finde, es sieht auch cool aus. Ich würde euch so gerne in unserem Dorf willkommen heißen. Aber leider. Ihr seht, ist ein Fluch über unser Dorf gekommen. Ein Fluch? Also, tief in dem Wald, hinter unserem Dorf, ist ein uraltes Gebäude, die Spukabtei. Dort lebt ein Geist, der diesen Fluch über uns verhängt hat. Immer wenn die Glocke dort läutet, wird einer von uns in ein Schwein verwandelt. Zwar sind hier schon viele vorher Schweine gewesen, aber... ja, jetzt verwandeln die sich trotzdem. Alle deine Lieben werden plötzlich zu Schweinen. Und du weißt nie, wann es dich selbst treffen wird. Vor lauter Angst kannst du nachts kein Auge zutun. Natürlich, es ist in diesem Dorf schon immer ziemlich düster gewesen. Aber wenn das so weitergeht, gibt es hier bald nur noch alle Schweine. Ich rate euch also, verschwindet lieber, bevor es zu spät ist. Auf keinen Fall, wir müssen zuerst etwas finden. Kannst du uns vielleicht irgendwas über das Sternenweh sagen? Sternjuwel? Ich weiß nichts Genaues. Aber in der Spukabtei, ich hab mal gehört, dass die dort irgendeinen roten, sternförmigen Stein anbeten. Bingo! Das muss unser Sternjuwel sein! Ihr wollt doch nicht etwa... wollt ihr wirklich zur Spukabtei gehen? Oh, was für eine Kühle. Ja, Opa, tut mir leid.
Aber vielleicht kann ich einen Fluch aufheben. Hallo, du? Ich kann ihn auch nochmal sprechen? Nein. Oink, 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 oink. Ah, hier lebt noch jemand. Hallo. Diese Dunkelheit hier macht einen irgendwie depressiv. Das ist es eigentlich egal. Das ist es eigentlich egal, ob man ein Schwein ist oder nicht. Da ist es jetzt. Ach, egal. Da ist wirklich jetzt das egal. Und so weiter ist hier nichts. Schade. Schade, Schokolade. Was sind das schon? Ah, nee. Okay. Dann halt nicht. Schwein, geh mal aus dem Weg. Danke. Ah, nee, da waren wir ja. Oh, Mann, bin ich doof. Bin ich doof. Schaut mal oben rechts die Raben. Ja, runter da, runter da. Frische Raben. Die wollen auch nicht runter. Ist unfair. Schau mal hier, diese komische Vase herum. Und ausruhen kann man sich hier auch. Ja, solange er zumindest kein Schwein ist. Theoretisch können wir uns hier ausruhen, warten, bis er ein Schwein ist und dann ihm das Geld abzocken. Ah, nee. Mario ist kein Dieb. Mario ist ganz ehrlich. Weil er Angst hat, dass sein Geld in falsche Hände gerät. Bezahlt ja mal lieber. Oder schläft ja mal lieber da nicht. Kann ja ein anderer auf die Idee kommen. Da Geld abzuknöpfen, sobald er ein Schwein geworden ist. So, hier sind lauter Gräser. Das ist ja super. Ich mal jedes bisschen Gras hier mal prüfen. Vielleicht ist ja irgendwo ein Sternsplitter drin. Kann ja sein. Ich springe, Mario. Böse. Springen ist nicht gut. Den Baum werde ich auch mal gleich an. Sag ich doch, dass hier bestimmt irgendwo ein Sternsplitter ist. Habe ich es doch gewusst. Okay, beim Baum ist nichts. Dann können wir jetzt weitergehen. Wie geht's weiter? Okay, weitere Schweine. Ich gehe mal hier in dieses Haus rein. Oh, wer bist denn du? Oder wer seid ihr, besser gesagt? Seitdem der Ladenbesitzer ein Schwein geworden ist, gibt es nichts mehr zu essen. Nicht mal für die Kinder habe ich etwas. Was sollen wir nur tun? Mama, Hunger. Ich habe Hunger. Essen. Ach, Reisender. Wenn du etwas zu essen hast, wirst du es mit uns teilen? Oh, vielen Dank, die Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich ausgewählt habe. Zum Dank nehmen diese Kleinigkeit. Wow. Ach, Reisender, woher kommst du eigentlich? Oh, oh. Mama! Oh. Ja. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich weggegeben habe, weil ich einfach nur A gedrückt habe. Mensch, bin ich dumm. Der Mond ist das einzig Verlässliche in diesem Moment. Deshalb bete ich zu ihm. Oh, Mond, lass mich kein Schwein werden. Das ist auch bestimmt kein Schweinefleisch mehr. Ja, ist besser so. Man weiß ja nie, wen man dann verschlingt. Könnte dein bester Freund sein, könnte deine eigene Mutter sein. Oder dein eigenes Kind. Schon beängstigend hier alles. Ja, der Itemladenbesitzer, der ist ein Schwein, wurde uns ja gesagt. Also ich denke, wenn ein Schwein, dann ein richtig fettes. So ein Klapperdürstding ist doch kein echtes Schwein, oder? Nee. Ja, alle Schweine hier. Oh, ein Kunde. Entschuldigung, wir haben heute geschlossen. Wie bitte? Ihr wollt wissen, warum? Mein Mann ist zum Schwein geworden. Zum Schwein. Gestern ist er in den Wald gegangen, Kräuter suchen. Er blieb lange weg und plötzlich kam er in dieser Gestalt wieder. Im Streit sagte ich mal, könne von mir aus ein Schwein werden. Dass er wirklich ein Schwein wird. Er konnte auch nett sein. Ehrlich gesagt. Ich drücke gerade nichts. Drücke gerade nichts. Also, ich habe keine Hand auf der Tastatur. So, jetzt geht's weiter. Ja, hörst du mir eigentlich zu? Kannst du ihn nicht irgendwie zurückverwandeln? Ich würde alles tun, um dir dabei zu helfen. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich in unserem Lager frei bedienen. Was? Die Tür ist verschlossen? Vielleicht hat mein Mann den Schlüssel im Wald verloren.
müssen wir also in den Wald rein. Dass wir uns frei bedienen können? Wow. So, hier ist noch ein weiteres Haus und noch ein paar Leute hier. Und hier noch jemand. Nee. Entweder ist der Besitzer zum Schwein geworden oder sowieso jetzt nicht anwesend. Da gibt es auch nichts Interessantes zu sehen. Dieser Weg führt in den Wald. Dort soll es ein schrecklicher Geist wohnen. Wenn ihr trotzdem gehen wollt, müsst ihr den Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Was sind sonst noch? Egal, gehen wir zum Dorfvorsteher. Da ist sonst noch irgendwas Interessantes. Hier ist noch jemand. Gehen wir erstmal da ein. Ich bin Schriftsteller. Ich pflege jeden Tag eine Menge Bücher zu lesen. Ich frage mich nur eines, ob man wohl als Schwein noch lesen kann? Ja, bestimmt wirst du es irgendwann selbst herausfinden. Ich würde dir ja keine falschen Hoffnungen machen. Warum kann man da mit den Krähen reden? Oh, wer jetzt? Hey, Bomba, die Glocke. Das ist bestimmt schon wieder einen erwischt. Oink, oink, oink. Keine Panik, hat mir Spaß gemacht. Ich vermute mal, der Dorfvorsteher war jetzt so dran. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie habe ich das im Gefühl so jetzt so drin. Mal sehen. Ach, habe ich so gewusst. Oh, dieses Schwein hier ist doch wohl nicht der Dorfvorsteher. Und jetzt? So kann er uns wohl kaum die Genehmigung geben, das Tor zu passieren. Kannst du mir die Genehmigung geben? Ganz, ganz. Nee, das war wohl nein. Schade. Ja, gehen wir mal wieder dorthin. Vielleicht passiert noch auf dem Weg irgendwas. Wer weiß. Und schon wieder. Wer dieses Mal dran war, werden wir im nächsten Part erfahren. Und dann werden wir im nächsten Part auch in den Wald gehen. Freut euch drauf. Viel Spaß euch noch und tschüss.